Eine Engländerin spielt in Waidhofen Shakespeare. Wie kam es dazu? Dass ich in Waidhofen bin? Ich wurde gefragt von anderen Kollegen, ob ich nicht Lust hätte, nach Waidhofen zu kommen, mit denen zusammenzuarbeiten. Da habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann hat es nicht stattgefunden. Also irgendwie nicht zustande gekommen, diese Zusammenarbeit. Und dann habe ich gesagt, ich bleibe trotzdem hier. Und dann habe ich mich bei der Waidhofener Volksbühne angemeldet, letztes Jahr, 2017 im März, und durfte im Sommer schon gleich mitmachen. Und deswegen bin ich hier. Gustavo. Ja, was? Oh, danke. Ich bin Schauspielerin, leider nur in Hosenrollen, doch beim bedeutendsten Ensemble von ganz Venedig. Jesus, was schreitet denn immer so? Das ist eigentlich eine sehr rasante Theaterkarriere in Waidhofen. Hast du eigentlich auch schon damals in England Berührung gehabt mit Theater? Ja, ich habe als Kind einmal einen Zauberer gespielt. Da war ich aber noch jung, da 13 Jahre alt. Und das hat mir großen Spaß gemacht, ja. Das heißt also, vorher überhaupt keine Berührungspunkte. Du warst ja auch in Berlin. Erst in Waidhofen ist deine Leidenschaft zum Theater entdeckt worden quasi. Nein, das stimmt nicht. Also ich hatte immer schon dieses Präsentieren, die Leute zu motivieren, in ihrem Herzen zu berühren. Und zwar in meinem Unterricht, ich bin Englischtrainerin, Diplomtrainerin, und ich habe Menschen bei der Wirtschaftskammer, Wifi oder in Privatfirmen oder Nachhilfe. Und ich mag nicht Kopien verteilen, sondern eher ihnen zeigen, wie Präpositionen sind oder wie das heißt und wie ich damit umgehen kann mit englischen Wörtern und dass ich das spielerisch mache. Also daher war mein Klassenzimmer, sage ich jetzt mal, meine Bühne. Daher auch dein gutes Deutsch. Man merkt eigentlich auf der Bühne überhaupt nicht, dass du aus England kommst. Das kommt wahrscheinlich auch aus deiner Trainererfahrung. Ja, genau. Und doch war das bei den Proben verschiedene Wörter, wie zum Beispiel theatralischen, habe ich theatralische gesagt, weil für mich höre ich nicht oder weiß nicht, warum heißt es theatralischen. Da wurde ich korrigiert bzw. liebevoll darauf hingewiesen, dass es eine bestimmte Endung hat oder warum das so heißt. Und es waren so ein paar kleine Wörter, die ich mir dann eben angeschaut habe und geübt habe, dass ich das richtig ausspreche. Und wer hat eine Blume pflücken? Genau, Frau Steinert, super. Du hast ja auch das erste Mal eine professionelle Regie erfahren. Wie war das eigentlich für dich, dieses Erlebnis, jetzt eine Rolle auszufüllen? Die Rolle auszufüllen, also ich finde, dass wir alle Rollen in uns haben. Also jeder hat diese bestimmte Charakteren in uns. Und als ich angesprochen wurde, ob ich mir vorstellen könnte, die Gustava zu spielen im Sommer, jetzt 2018, habe ich ja gesagt, war natürlich sehr dankbar und gerührt, dass der Vorstand mir das ermöglicht hat. Und ich habe den Text gelesen und fühlte mich gleich bei Gustava zu Hause, so Schauspielerin zu sein, schwärmend für Romeo und Julia, so wie ihm Shakespeare das kundgetan hat. Und das, ja, bin ich immer noch berührt. In einer halben Stunde ein Stück spielen, was noch gar nicht geschrieben ist! Romeo Montague Jr., wie wunderbar ist es! Ihr seid die Frucht der größten und schönsten Liebe aller Zeiten. Bitte, Herr Wolf, mit der Frucht der Liebe. Also England hatte ich jetzt wieder eingeholt in Waidhofen. Ja, das stimmt. Ich finde, hier in Österreich sind die Menschen sehr, sehr offen und freundlich, auch wenn ich doch manchmal Fehler mache. Und überhaupt nicht wertend, dass ich Engländerin bin oder so, oder irgendwas. Nein, sondern eher offen. Wow, du kommst aus England und toll und oder aus London. Und das ist schön, dass ich hier auch dazu stehe. Ich nicht nur mit meinem Ausweis, sondern das ist meine Heimat gewesen. Aber jetzt ist Waidhofen meine Heimat und ich bin sehr glücklich hier. Letzte Frage. Hast du jetzt Blut geleckt? Für Theaterspielen. Ich glaube, ich hatte immer Blut geleckt dafür.
Aber ich bin dankbar für das, was ich jetzt spielen darf. Sehr, sehr dankbar. Und ich freue mich, wenn ich das wieder machen darf. Also was bekomme. Und ich genieße auch im Verein der Waidhofener Volksbühne den Gästen ihren Wein zu bringen oder ein Getränk anderer Art oder unsere Brötchen, Semmel oder die Karten zu verteilen, die Garderobe abzunehmen. Also ich habe jetzt alles ausprobiert, glaube ich jedenfalls, in diesem Jahr, die ich jetzt bei der Waidhofener Volksbühne bin. Auch die anderen Sachen machen Spaß, ein Fenster zu streichen oder ein Kostüm zu machen oder was das, also es gehört dazu und alles ist schön. Na, dann wünsche ich dir toi, toi, toi. Es wird schon alles schief gehen. Dankeschön, vielen Dank.